Schönen guten Tag, liebe Schäfchen. Im heiligen Evangelium nach Lukas 12, 35 bis 48 hören wir etwas über das Gleichnis vom treuen und vom schlechten Knecht. Einerseits bringt Jesus das Gleichnis vom Herrn, der auf einer Hochzeit ist und Menschen, die auf ihren Herrn warten und ihm öffnen, sobald er anklopft. Hier wird deutlich, dass man voller Erwartung und voller Liebe zum Herrn sein sollte. Die Freude über seine Hochzeit und die Erwartung, dass er schon bald vor der Tür stehen könnte. Die Knechte sind voller Begeisterung über die Hochzeit des Herrn. Deshalb wird der Herr auch ihnen Gutes geben. Andererseits spricht Jesus, wenn der Herr erst in der zweiten oder dritten Nachtwache kommt und findet sie wach, selig sind sie. Er sagte, wenn der Herr des Hauses wüsste, wann der Dieb kommt, so würde er verhindern, dass man in sein Haus einbricht. Haltet auch ihr euch bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, in der ihr es nicht erwartet. Petrus fragt Jesus, meinst du uns oder all die anderen? Daraufhin spricht Jesus von einem Knecht, der nicht nach Gottes Willen handelt. Gott wird ihm deshalb einen Platz bei den Ungläubigen zuweisen. Für mich bedeutet dieses Gleichnis, dass die Kirche, die Jesus selbst ins Leben gerufen hat, gefordert wird. In ihr ist der Leib Christi gegenwärtig. Ihn gilt es auch zu verteidigen, den Schatz zu bewahren, das wahre Evangelium zu hüten, mit Begeisterung auf den Bräutigam warten, bis die letzte Posaune ertönen wird. Der Priester öffnet die Tür des Tabernakels. Jesus erwartet uns im Innern der Stiftshütte. Er gibt uns Nahrung. Er gibt uns die Himmelspeise. Somit werden Himmel und Erde sich verbinden. Bleiben wir in freudiger Erwartung auf den Bräutigam. Bleiben wir in der Kirche und nähren uns von der himmlischen Speise, die uns von Gott geschenkt wurde. Bleiben wir wie Menschen, die auf die Rückkehr ihres Herrn warten. Amen.